Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum letzten Rennwochenende der Formel 3 Fantasy Liga. Ja, zum großen Finale, wo es eigentlich nur um die Frage geht, wer holt sich den Titel? David Beckmann oder Felix Rosenqvist? Weil das, wenn man es ganz ehrlich nimmt, sind eigentlich die wirklich einzigen Kandidaten, die eigentlich jetzt hier noch um den Titel kämpfen können. Wahrscheinlich wirklich kämpfen, weil Pascal Spetz hätte zwar auch noch Chancen auf der 3 in der WM und Andreas Basse auch. Andreas Basse müsste allerdings alle drei Rennen gewinnen und müsste hoffen, dass Beckmann, Rosenqvist und Spetz wahrscheinlich alle niemals punkten. Bei Spetz sieht das ungefähr genauso aus. Der liegt nämlich mit 70 Punkten hinter. 90 Punkte sind da maximal noch zu vergeben. Und ja, vorne Beckmann und Rosenqvist trennen 13 Punkte. Also, Philippe allerdings startet von der 1. Schulter ist von der 2. Spörk 3. 4. Spetz. 5. Ahrens. 6. Pinke. 7. Blase. Rislikanovic auf der 8. 9. Fries. Beckmann, der WM-Führenden, nur auf der 10. Dom 11. 12. Zinniker. 13. Young. 14. Kaufmann. 15. Merten. 16 Rehberger, 17 Laukan, 18 nur Rosenqvist, also weit, weit weg von der Musik. Volk 19, Michel 20, Burmeister 21, Ringbeck 22. Robin Raikön, der Neuling, der hier fürs letzte Rennwochenende Dennis Schröder ersetzt, der in den letzten Rennen doch recht enttäuschend immer war für das Team, hat man sich jetzt entschieden, Robin Raikön, den Sohn von Kimi Raikön, nochmal reinzusetzen fürs letzte Rennen, um mal zu schauen, wie er sich entwickelt. 24 Clemens Schütte, 25 Fritz Dietl und Lukas Uhl wäre hier auf der 27 und ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen nach ganz vorne und schauen wir mal, Juan Felipe, was er hier bewegen kann. Bestes Ergebnis war Platz 3 in diesem Jahr und 15 Minuten, auf geht's. Ja, kommt nicht gut weg. Schulters übernimmt nämlich jetzt schon die Führung in Kurve 1. Oder auch nicht. Nein, Schulters vertut sich da erstmal richtig. Und da gehen einige ziemlich weit. Also Schulters konnte das nicht nutzen. Da rutschen einige raus. Jetzt werden wir sicherlich hier also einige Angriffe haben in der Haarnadelkurve. Ja, Spörk versucht da gegen Schultheiß. Ups, oder falschen Knopf. Mal schauen, gibt es hier eventuell Angriffe? Erstmal so auf den ersten Blick. Nein. Ui, und da hinten, ja, steht mal ein bisschen quer. So, und die erste Runde ist gleich geschafft. Und dann gucken wir natürlich mal auf die Platzierung, wer wo steht. Hier ist natürlich auch gerne mal eine Stelle zum Überholen. Da sehen wir es, da werden einige Überholmanöver probiert. So, und die erste Runde ist also geschafft. Juan Felipe, der Brasilianer, führt hier nach der ersten Runde das Feld an. Gefolgt von Tobias Schulters auf der 2. Dritter ist Michael Spörk, 4. jetzt bei Ahrens, 5. Andreas Blase, 6. Milos Rislikanovic. Auf der 7. Pascal Schwedt, auf der 8. haben wir Pinkel. Auf der 9. haben wir schon Rosenqvist. Na, der ist von der 18 gestartet, auf die 9 momentan nach vorne, das ist ja unglaublich. Wie hat der das bitte schön gemacht? Rosenqvist auf der 9. Also, ja, ich würde mal sagen, unglaublich. Besser kann man hier ein Rennwochenende wahrscheinlich nicht beginnen, wenn man so weit hinten startet. Und jetzt versucht er es hier mit dem Angriff. Da haben wir Beckmann. Hier Beckmann im Pad auf der 10. Die beiden WM-Rivalen also gegeneinander. Kaufmann hier auf der 11. 12. der Fries. 13. Dom. 14. Merten. Und er sucht hier den Angriff jetzt. Sticht hinein. Nein, geht sich nicht aus. Young auf der 15, 16, Volk, ui, da wird jetzt ein bisschen rausgeschubst, da von Zinniker. Muss jetzt gleich noch einen Platz in Kauf nehmen, da ist Burmeister. 18, Volk, 19, Robin Raikön, jetzt wahrscheinlich gleich nur 20. Ah, nee, jetzt sogar 18, ui, versucht er gleich noch 17 sich zu holen. Geht sie erst aus für den Finnen.
außen herum. Ui. Ja, das ist manchmal tricky. Schulter hat übrigens die Führung übernommen. Vorbeigang an Philippe. Wahrscheinlich passiert, als wir die Platzierung durchgegangen sind. Volk hier 19 im Teil. Cool, 20. 21 Schütte, 22 Laukan, 23 Rehberger, 24 Dietl, 25 Michel, 26 Ringberg. So. Und jetzt Philippe. Wird er gleich den nächsten Platz verlieren? Gegen Spörg? Schon, Spörg zieht jetzt raus, spät zieht er raus, ui, und jetzt schießt er fast noch den Schulteis ab. So, und da haben wir, ja, Rosenquist hat er, glaube ich, Plätze verloren. Wir haben nämlich Ahrens, Blase, ui. Ui, und da, Schwätz vertut sich total. Jetzt auf die 9 zurückgefallen. Dann haben wir Fries. Ja, Beckmann auf der 11 jetzt. 12 Rosenquist. Die haben also beide Plätze verloren. Merten auf der 13 hat Plätze gewonnen. Domi auf der 14. Der Mann, der bis jetzt noch keine Punkte in diesem Jahr geholt hat, ist jetzt hier auf der 13. Jetzt nur auf der 14. Versucht das natürlich wahrscheinlich zu behalten. Ja, und Rosenquist und Beckmann. Wie geht diese WM aus. Momentan, wie gesagt, 13 Punkte Vorsprung für Beckmann. Wir müssen das ausrechnen, wie das jetzt von den Punkten denn nach diesen Rennen ist. Momentan pro Beckmann. Und hier vorne Philippe ist da dran. Also, die beiden haben da Schulters wieder eingeholt. Und Spörg versucht den Angriff jetzt. Sehen wir hier. Geht sich aber nicht aus. Und Merten versucht da vorbeizugehen an Schulters. Und an Rosenquist natürlich. Ja, Schulters hier vorne eben halt auf der 1. Letztes im Auftakt der Saison war Schulters Ergebnisse hier nicht einmal in den Punkten gewesen in Hockenheim. Da war es plus 17, 23 und 12. Rosenquist. Schulters hat damit jetzt erstmal wieder eine Runde mehr gewonnen. Hier wild über den Curb. So, Pinkel hier auf der 6, Risikanovic auf der 7. Kaufmann und Pinkel hier. Die werden gejagt von Fries und Beckmann. Ui, ja. Und jetzt ist auch Rosenquist wieder bei. Also das kann ja jetzt ja wieder heikel werden. Ja, Schulters ist der ein... Rosenquist. Ich verwechsel Schulters und Rosenquist gerade immer zu. Und jetzt kommt Rosenquist mit in Angriff. Der versucht da gleich zwei Plätze gut zu machen. Geht sich aber nicht aus in dem Fall. Fries ist ja jetzt auch an Kaufmann vorbeigegangen. Und deshalb versucht Kaufmann da den Angriff. Ja, und jetzt. Hat Kaufmann versucht mit dem Konter, ging sich aber nicht aus. Beckmann jetzt hier. Ja, ist vorbei. An Schulters Eingang Motodrom. Schuld heißt Rosenquist. Mein Gott, nochmal. Ah. Schulters ist vorne, er führt noch mal vor Spörg und Philippe. Blase fällt jetzt die schnellste Runde auf der 5. Jetzt Pinkel mit der schnellsten Runde. Ja, Fries hat jetzt mal hier richtig freie Fahrt. Mal schauen, ob er das gleich nutzen kann und sich wirklich absetzen kann. Weil da vorne hat er ein bisschen Luft zu Risilikanovic.
Und jetzt ist Rosenquist hier genau einmal andersherum. Jetzt ist er nämlich hier vorne. Mal schauen, ob diese Runde Beckmann kontern kann. Beckmann probiert es natürlich. Aber außen herum ist natürlich Beschleunigung immer besser in dem Fall. So, und Kaufmann hat es auch wieder probiert. Wie sieht es vorne aus? Spörk ist jetzt auf der 1 vorbeigegangen an Schultheiß. Also Spörks bestes Ergebnis zum Vergleich mal, weil wir es natürlich haben, sind, er war dreimal Zweiter in dieser Saison. Also noch kein Sieg, dreimal auf den Treppchen für Michael Spörk. In der WM an sich ist er auf Platz 16 mit 137 Punkten. Fällt jetzt auch die schnellste Runde auf Platz 1 liegend. So, und was sagen unsere beiden Streithähne hier, die um die WM kämpfen? Wie gesagt, toller Start von Rosenquist und jetzt macht Kaufmann da einen Fehler. Schwätz ist vorbeigegangen. Jetzt probiert es Schultheiß. Ui! Und Schultheiß geht zumindest vorbei an Kaufmann. Versucht sogar gleich nochmal an Schwätz vorbeizugehen. Geht sie aber nicht aus. Beckmann hat da ganz leicht das Heck berührt. So, und Schwätz ist jetzt hier auf Platz 9. Davor ist eine kleine Lücke zu Fries. Also es könnte gut sein, dass sich die Gruppe jetzt hier einen kleinen Ticken auseinanderzieht. Das sieht man hier schon mal. Rosenquist hat gerade ein paar Probleme, da ranzukommen. Und hinter Beckmann ist es auch Merten. Der greift jetzt nämlich auch an. Burmeister, Rehberger, Raikönnen, Laukanen. Raikönnen also jetzt noch einen Platz hinter einen Punkt. Und das im ersten Rennen gleich schon mal. Beckmann hier wieder wild am Driften. Könnte aber vielleicht diese Runde klappen. Wir sehen auf jeden Fall, dass Schultheiß da wegfahren konnte, nämlich. Ne, Beckmann greift da nicht an. Ja, und ja, Rosenquist ist vorbei. Auf die 9. Rosenquist, der gibt Gas, Platz 9 jetzt. Das wären 12 Punkte für ihn, 6 Punkte nur für Beckmann. Also 6 Punkte würde er aufholen, das wären dann nur noch 7 Punkte Rückstand für den Schweden. Und er kann sich da jetzt gleich richtig von Schwätz schon absetzen. Beckmann ist jetzt auch vorbei, Beckmann jetzt auf der 11. Kaufmann auf der 13. Die haben wahrscheinlich da vor der Mercedes-Tribüne ein Duell geführt. Also Beckmann setzt jetzt nach. Dann haben wir Buhmeister. Ui, und Raikönnen hat es probiert und ist jetzt doch wieder vorbei an Rehberger. Rehberger jetzt auf der 16, Raikönnen 15. Rosenquist fährt sofort auf Anhieb jetzt die schnellste Runde. Und was war eine 1:28.8. Und mal schauen. Ja, da ist Fries. Das wäre eben halt der nächste. Auf der Liste von Rosenquist. Hier hätten wir noch Rislikanovic. Der ist jetzt wieder vor Pinkel. Und Schultheiß ist wieder auf der 1. Also, die haben vorne so ein bisschen Bäumchen weg, die machen die dort. Sehen wir nämlich hier. Schultheiß auf der 1 vor Spörk. Blase ist mittlerweile auf der 3. Philippe nur noch auf der 4. Muss es auch aufpassen, da kommt die jetzt bei Ahrens.
Jetzt bei Ahrens läuft es auch in der Regel jetzt immer mal ein bisschen besser. Hat man mal ganz gute Platzierungen unter den Top 10. Aber meistens auch immer bloß ein von den drei Rennen. So, und wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde. Und Schulteis führt das Rennen an und hat doch einen beträchtlichen Vorsprung momentan. Ja, fast weggedreht. Spörk kam aber auch nur sehr schwer rum um die Kurve. Und Andreas Blase gibt da auch nochmal richtig Gas. Schnellste Runde geht momentan eben halt an den werten Herrn Rosenqvist. Und für Schulteis, so scheint es, ist dieser Sieg hier schon in sicheren Tüten, denn Spörk ist zu weit weg und damit würde sich Schulteis den zweiten Sieg in dieser Saison holen. In Monza hat er einen Sieg schon gefeiert und kann jetzt hier das drittletzte Rennen der Saison nochmal für sich entscheiden. Mal schauen, ob er in den nächsten beiden Rennen auch nochmal gute Leistung zeigen kann. Und ich würde mal einfach sagen, herzlichen Glückwunsch an Tobias Schulteis zum Sieg hier in Hockenheim beim ersten Lauf von 3. Und jetzt ist es geschafft, Schulteis gewinnt vor Spörk auf der 2, dritter Blase, vierter Felipe, fünfter Risikanovic, sechster Pinke, siebter Fries, achter wird Rosenqvist, neunter Schwetz, zehnter Beckmann, 11. Mertin, 12. Kaufmann, 13. Burmeister, 14. Rehberger, 15. Laukanen, 16. am Ende plus Raikön, der hat es nicht mehr ganz geschafft, 17. Uhl, 18. Schütte, 19. Zinnicker, 20. Young, 21. Dieter, 22. Dom, 23. Michel, 24. Ringweg, 25. ist Volk, der ist sogar noch ausgeschieden am Ende, genauso wie Jesper Ahrens, der war ja auch noch in den Punkten. Ne, ist das ärgerlich für die beiden. Schauen wir nochmal, was da los war. Motor und Aufhängung. Beide in der letzten Runde. Ui, das ist ärgerlich. Und ja, und der WM-Kampf geht eben halt in die nächste Runde. Platz 9, Platz 10 und 8. Das sind 4 Punkte. Also aus 13 mach 9 Punkte Rückstand für Felix Rosenqvist. Das war's mit Lauf 1. Wir sehen uns wieder Lauf 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.